wegen dem Stream. Nein, 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 nein. Ich habe eigentlich davor hatte ich so 50 meistens gehabt. So. Also das ist schon ziemlich krass wenig gerade. Weiß aber auch nicht, woran das liegt, aber an irgendwas meint er hier wieder rummotzen zu müssen. Keine Ahnung. Alter, warte, aber der sieht schon echt Hammer aus, der Arion. Das ist schon ein sehr geiles Gerät, kann man sagen, was man will. Was steht Thematik? Da unten steht das. Die Frage ist halt, ob du allein das Verkaufen des Fahrzeuges schon ausreicht, um die Performance zu verbessern quasi. Weißt du, was ich meine? Weil ich habe damals, glaube ich, auf der Hamburg, nachdem ich die ganzen Fahrzeuge verkauft hatte, um zu wissen, wie viel Geld halt wir mitnehmen können, hatte ich dann auf einmal wieder einen guten FPS-Zustand, also einen brauchbaren. Ich weiß nicht. Das müsste man halt ausprobieren. Hallo, René. Finde ich jetzt einfach René. Das passt schon, denke ich. Ja. Okay, mach's gut. Danke fürs Zuschauen. Bis nächstes Mal. Ja, also fürs nächste Mal sollte das mit dem Musikwunsch auch durchaus funktionieren. Der andere Bot, der läuft auch jetzt schon im Hintergrund, also jeder, der jetzt hier im Stream irgendwie anwesend ist, sammelt gerade fleißig Punkte und dann kann man mit diesen Punkten alles Mögliche machen. Was man damit alles machen kann, bin ich mir noch nicht ganz sicher, muss ich mir noch ein bisschen näher anschauen, aber da geht schon einiges. Also, soweit ich weiß, sind die ganzen großen Streamer, die benutzen das alle. Oder fast alle benutzen dieses Tool. Und da bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. So, der René folgt uns. Danke. Finde ich cool. Und der Niklas, glaube ich, auch. Danke. Danke, danke. Sehr cool, sehr cool. Sehr cool. Da ist er wieder. Willkommen, Herr Schirk. Danke. Ist das eklig. Was? Wie geht's deinem Arm? Schmerzmittel laufen oder was? Oder was? Tabletten helfen, ne? Ja. Hat der Arzt eine ungefähre Zeit gesagt, wie lange das dauert? Eine ungefähre Zeit hat er gesagt, ja. Aber kennst du ja selber, ne? Manchmal geht es schneller, manchmal dauert es ein bisschen länger. Ja. Aber naja, jammern hilft nicht. Ja, das hilft sowieso nicht. Ne? Das hilft nicht. Ich bin ja froh, dass ich nicht mehr bei der Bundeswehr bin. Da hätten sie mir jetzt eine Familienpackung Voltaren gegeben und hätten gesagt, das wird schon wieder. Okay. Ja? Sind Sie so streng da? Streng nicht, aber geizig, was Medikamente angeht. Okay. Boah, Arion! Zeig, was du kannst!
Der Markus sieht das wahrscheinlich selbst alles im Stream. Gehe ich mal stark von aus. Jawohl. Ja. Mach voll das Glas Wasser. Ah, jetzt sehe ich es auch. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ja, gibt's noch irgendwas Neues? Großartiges? Eigentlich nicht mehr. Wir sind auf der Suche nach einem Drescher-Mod. Ein Mod-Drescher. Warum besser? Falls da jemand was Gutes hat, einfach her damit. Und ich gucke mir das an. Sollte nicht zu groß sein. Also, nicht zu groß. Also so ein 87 oder so weit oder 600er Reihe finde ich auch schon zu groß. Also schon etwas kleiner. Das läuft. Hat der Blinkeranzeige? Ich hab gleich gar nicht. Oh, guck dir. Oh, das ist ja geil. Hat er auch Rundumleuchteanzeige? Hat er auch. Sehr geil. Was haben wir hier noch? Wir können mal so lange ein bisschen gucken. Hier haben wir irgendwas. Menü wechseln. Okay. Ne, das ist interessanter. Tür öffnen. Jetzt mal wieder eine Verständnisfrage meinerseits. Wieso kannst du die rechte Tür öffnen? Da kommst du doch sowieso nicht durch, weil da ist das Ding hier im Weg, dann ist das da im Weg. Du kannst ja rechts sowieso nicht einsteigen. Wieso kannst du dann die rechte Tür öffnen? Sicherheitsgründen, damit du da irgendwie rausjumpen kannst, wenn nötig, oder was? Ja, für den extremen Notfall als Notausgang quasi, ne? Ja, okay. Sense, okay. Nee. Einfach nee, keine Sense. Nee. Nee, keine Sense heute. Lass mich mal kurz was gucken. Ich bin so, wie ich das gerne hätte. Okay, und weiter geht's. Ja. Patrick, wie sieht's aus bei dir da oben? Fast fertig? Okay. Patrick ist ein sehr optimistischer Mensch. Sehr optimistisch. Und die ganze Fläche fast vor dir. Die große. Aber cool. Okay. Dann mache ich Feld 52 fertig. Oh, kein Ding. So, dann. Ja. Wackel. Na, fahr zurück. Oh, das ist jetzt schon wieder so weit. Jetzt lässt die Konzentration nach. Da lässt jetzt die Konzentration nach.
Ja, aber ist das nicht etwas... Du, ihr kennt ja mittlerweile die Map. Ist das nicht etwas zu groß für diese Map? Ich würde schon sagen, dass das schon ziemlich groß ist, das 600er Pack. Ja, grenzwertig, würde ich eher sagen. Was für eine Arbeitsbreite haben denn die Drescher? Ich glaube, die liegen so bei 10 Meter oder so. Ja, ne? Würde ich auch sofort so spontan sagen. Also was jetzt die Kleinfelder nah am Hof angeht, klar, da sind die definitiv viel zu groß. Aber wenn ich mir jetzt so die 50 ansehe... Ja. Aber es macht natürlich auch definitiv viel mehr Laune, wenn du da Drescher fährst, ne, bist ganz vorne und hast dann noch so zwei, drei andere Drescher hinter dir zu fahren. Ne? Ja, das ist auf jeden Fall das, was ich mir vorstelle, wie es auch weiterhin laufen soll. Deswegen wird auf keinen Fall dieser 13 Meter New Holland Schneidwerk und das gesamte Paket halt nicht reinkommen, weil einfach ich lieber dann mit zwei, drei Leuten auf dem Feld arbeite und dann halt dadurch die Arbeitsbreite kriege als alleine und nur mit einem großen Drescher darum fahre. Also das, nee, das möchte ich nicht mehr so machen. Also dann lieber mit ein paar mehr Leuten das so machen. Ja, das gefällt mir besser. Ja, das ist auf jeden Fall vernünftig. Oder gehen wir eben ein kurzes kleines Stückchen hier. Was war das? Da ist ein Zaun. Warum? Und gerade ziehen. Fortschritt, okay. Ein Stückchen. So. Nein, falsche Richtung. Oh nein, ich habe mich verlängert. Shit. Und weiter geht's. Was sollen wir denn gleich machen? Sollen wir gleich Rasen mähen oder sollen wir weiter ernten? Können die Zuschauer sich gleich aussuchen. Und dann gucken wir einfach mal, was wir da machen werden. Vielleicht wäre das ganz gut, wenn du hier GPS fahren würdest. Haha, da ist es wieder geschehen. Zack und weg. Ist schon lange nicht mehr gewesen. Gucken wir mal. Was der Pinkplotter so lange sagt. Aber immer noch 28% Paketverluste da. Da sieht man es kurz. Okay. Ja, dann werden wir gleich Gras mähen gehen. Sobald ich wieder auf dem Server drauf bin. Aber kann auch sein, dass jetzt wieder bei mir die Probleme mit dem Server anfangen. Und dann werden wir auch gar nichts mehr machen können. Weil dann ist alles gar nicht mehr möglich, irgendwas zu machen. Wo ist mein Traktor? Der ist bestimmt irgendwo im Nirgendwo gelandet.